So, Bazooka. Jetzt gehen wir eine Runde spazieren, weil wir das können. Bibi! Bibi! Ja, ja. Wenn wir sprechen, tun wir den raus. Wie tut's Bibi? Wie macht's Bibi? Jetzt gut, spiel ich in meinem nächsten Film mit dir, cool. Ja, das Haus, ist das oder Mann? Objekt der Begierde, das der Manuel, der geile Hellebur, sich kaufen will. Dann wären wir unmittelbare Nachbarn. Bin gespannt, ob das Projekt klappt, wäre natürlich cool. Dann hält er da 4 Meter ins Freibad um. Das werden wir uns am meisten wünschen, ja, weil Geld haben wir und Schönheit auch. Pferdle und Händele und was man alles gesehen. Ja Leute, ihr habt die Wanderung ja mitgenommen. Die Hölzle, wir waren in die Oberberge, wir sind in die Hauptstraße raufgelaufen, wir sind beim Brenners vorbeigelaufen, wir sind, ja, augenblicklich groß. Dann haben wir die schöne Greinerin getroffen, Mensch, da haben wir da geschwätzt mit ihr. Rudi war schon schlafen. Schau uns die blauen Augen. Hab ich da ein schönes blaues Auge. Das Wasser hat uns der Nico geschenkt gestern zum Feuer machen. Das werden wir dann öfter ausprobieren die Woche. Der Glenn wird das nachher noch ein paar Schnitte reinflexen, damit man lässig cool ein bisschen Feuerkino. Das machst du, Sojasauce. Okay. Jetzt hat er sich der Lachsus erzuzelt. Mahlzeit. Magst du nochmal?
wird es gestern gemacht, die Raketen. Tsch, bumm! Psch, baum! Ja, das sind die Schnabler-Mobiles. Dankeschön. Also Leute, heute waren wir unheimlich großartig spazieren zum Frühjahr, na, zum Neujahr. Die Lager war brav, da haben wir aufgehört. Der Glenn hat bis ungefähr 15.40 Uhr geschlafen. Bazooka war so brav. Ich habe meinen Star Wars Anzug endlich mal wieder an, der ist so kuschelig. Und jetzt gibt's Risi und Bisi, nicht zu verwechseln mit Rizi und Ilse. Und der geile Gulasch. Oh.